Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In 4 weiteren Bundesländern, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, sind heute die verschärften Corona-Regeln in Kraft getreten. Damit werden Kontakte weiter eingeschränkt. Der Bewegungsradius in Hotspots kann auf 15 Kilometer begrenzt werden. Schulen und Kitas sollen geschlossen bleiben. Darauf hatten sich Bund und Länder Anfang der Woche geeinigt. Von morgen an gelten die Beschlüsse dann bundesweit, wobei sie von den Ländern im Detail unterschiedlich umgesetzt werden. Der Fichtelberg in Sachsen, ein beliebtes Ausflugsgebiet. Bereits seit Mitte Dezember gilt hier wie im ganzen Land die 15-Kilometer-Regel. Die Polizei versucht, das zu kontrollieren. Bei den Besuchern Verständnis, aber auch Kritik. Naja, dass man doch in seiner Freiheit sehr eingeschränkt ist, in seiner Bewegungsfreiheit und in seinen sozialen Kontakten und so, das ist ein bisschen bedrückend. Doch immerhin scheinen diese Maßnahmen nicht ohne Wirkung zu bleiben. Seit Mitte Dezember hat die Mobilität in Sachsen im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgenommen. Die Kurve der durchschnittlichen bundesweiten Mobilitätsentwicklung liegt etwas höher. Grundsätzlich halten Experten Bewegungseinschränkungen für ein sinnvolles Instrument für die Eindämmung der Pandemie. Was wir wissen, ist, dass Mobilitätseinschränkungen auf deutlich kleinerer Skala, also 5 Kilometer oder noch weniger, hat dann natürlich einen sehr viel größeren Effekt, weil dann tatsächlich auch sehr viel mehr Kontakte eingeschränkt werden. Denn es geht um das Einschränken der Kontakte. Auch in Thüringen, dem Bundesland mit den zweithöchsten Inzidenzwerten, gelten von heute an schärfere Kontaktbeschränkungen. So sind Treffen nur noch mit einer Person außerhalb des Hausstandes erlaubt. Die Einführung der 15-Kilometer-Beschränkung soll allerdings freiwillig bleiben. Die Menschen fühlen sich natürlich auch eingesperrt dadurch. Und man muss auch in Zeiten der Pandemie immer die Wirksamkeit mit den Nebenwirkungen abwägen. Weil wir müssen noch eine lange Strecke gehen. Und deshalb, wie gesagt, punktuell kann das Sinn ergeben, aber nicht flächendeckend. Ein Problem bleibt die Kontrolle. Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, keine flächendeckenden Kontrollen durchzuführen. Und einige Länder, etwa Baden-Württemberg, wollen sich am 15-Kilometer-Gebot gar nicht beteiligen. Angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen wird die Verantwortung der Wirtschaft für den Infektionsschutz wieder stärker diskutiert. Während Privatleben, Schulen und Einzelhandel unter harten Lockdown-Maßnahmen litten, gäbe es für viele Unternehmen kaum Regeln, sagte Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt dem Tagesspiegel. Dabei seien täglich Millionen Beschäftigte auf dem Arbeitsweg und in den Betrieben von Infektionen bedroht. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, die Wirtschaft massiv herunterzufahren. Die sieht dafür keinen Spielraum. Schulen ohne Kinder. Hotels und Gaststätten sind geschlossen, der Einzelhandel zu, trotzdem bleiben die Infektionszahlen hoch. Der Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow von der Linkspartei, jetzt die gesamte Wirtschaft runterzufahren, löst Widerspruch aus. Arbeitgeberpräsident Dulger hält die Idee für absurd. Die Menschen müssen weiterhin versorgt und das Land am Laufen gehalten werden. Wir müssen die Menschen pandemiegeschützt, so gut es geht, in Brot und Arbeit halten. Leere Werkshallen seien vor allem deshalb problematisch, weil es auch die Wirtschaft sei, die die Kosten der Krise mittrage, sagen Experten. Die Wirtschaft jetzt ganz zuzumachen, das hätte sehr hohe Kosten und irgendjemand muss ja die Hilfen für die anderen Bereiche finanzieren. Wir müssen die Bereiche sehr hoher Wertschöpfung und geringer Infektionswahrscheinlichkeit schützen. Besonders Verwaltungen und Büros, also Orte, an denen immer noch viel regulär gearbeitet wird, gelten unter Experten als mögliche Hotspots. Die Grünen fordern daher eine massive Ausweitung von Homeoffice und strikte Vorschriften für die, die weiter zur Arbeit gehen müssen. Diese strengen Hygienestandards können dazu führen, dass wenn die einen im Homeoffice sind, also auch nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr durch die Gegend fahren, und die anderen in den relevanten Bereichen weiterarbeiten, dass beides zusammengeht. Das will jetzt auch die Linkspartei, die sich heute von der radikalen Idee verabschiedete, die ganze Wirtschaft zu schließen. Wir fordern hier keinen Lockdown, aber wir fordern verschärfte Bedingungen, damit sich die Menschen während der Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit nicht anstecken. Die nächste Möglichkeit, die Maßnahmen bundesweit anzupassen, gäbe es am 25. Januar. An dem Tag steht das reguläre Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs an.
Die Verschärfung des Corona-Lockdowns schränkt die Bewegungsfreiheit der Menschen weiter ein. Gleichzeitig wird der Impfstart als schleppend kritisiert. Über beide Themen diskutiert heute die Talkrunde bei Anne Will, gleich nach dem Tatort hier im Ersten. Der Sturm auf das US-Kapitol in Washington hat auch Folgen für die deutsche Sicherheitspolitik. In Berlin wurden im Umfeld des Reichstagsgebäudes die Polizeikräfte verstärkt, um den Bundestag besser zu schützen. Wie die Bild am Sonntag meldet, hat Bundestagspräsident Schäuble die Abgeordneten per Brief über die Maßnahme informiert. Ende August vergangenen Jahres waren Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Reichstagsaußentreppe vorgedrungen. Dabei wurden unter anderem auch Reichskriegsflaggen geschwenkt. In den USA steht ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten US-Präsidenten Trump offenbar unmittelbar bevor. Der demokratische Kongressabgeordnete Lou erklärte gegenüber dem Nachrichtensender CNN, die Demokraten würden bereits morgen eine entsprechende Anklageschrift in das Repräsentantenhaus einbringen. Trump wird unter anderem vorgeworfen, zu den Ausschreitungen am US-Kapitol in Washington aufgestachelt zu haben. Auch einige republikanische Senatoren fordern inzwischen seinen Rücktritt. 10 Tage ist Donald Trump noch Herr im Weißen Haus, ist damit Oberbefehlshaber über die Streitkräfte und hat die Kontrolle über die Atomwaffen. 10 Tage zu viel finden die Demokraten im Kongress. Weil Trump seine Unterstützer zum Sturm auf das Kapitol aufgehetzt habe, wollen sie so schnell wie möglich im Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Ich denke, morgen wird die Anklageschrift fertiggestellt. Es kann bis Dienstag dauern, bis wir sie im Repräsentantenhaus zur Abstimmung bringen. Vielleicht wird auch erst am Mittwoch gehandelt. Aber ich denke, es wird diese Woche passieren. Der Entwurf für die Anklageschrift liegt bereits vor. Der Präsident habe hohe Verbrechen und Vergehen begangen, indem er vorsätzlich zu Gewalt gegen die Regierung angestiftet habe, heißt es wörtlich in dem 4-seitigen Text. Damit habe Trump die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Regierungseinrichtungen ernsthaft gefährdet. Sogar 2 republikanische Senatoren fordern inzwischen öffentlich Trumps Rücktritt. Einer zeigt sich heute offen für die Amtsenthebung. Ich denke, der Präsident hat Verstöße begangen, die ein Impeachment rechtfertigen. Darüber habe ich kaum Zweifel. Es ist aber eine praktische Frage, ob dies noch möglich sein wird, denn es sind ja nur noch ein paar Tage Zeit. Darüber hinaus müssten die Demokraten im Senat 17 republikanische Senatoren auf ihre Seite ziehen, um Trump tatsächlich aus dem Weißen Haus zu verbannen. Nach aktuellem Stand gilt dies als unwahrscheinlich. Trotzdem wollen die Demokraten mit einem neuen Amtsenthebungsverfahren ein Zeichen setzen, dass der Präsident dieses Mal zu weit gegangen ist. Außerdem möchten sie wohl eine Drohkulisse aufbauen, um zu verhindern, dass Trump sich in seinen letzten Tagen weitere Entgleisungen leistet. Denn sollte Trump tatsächlich noch des Amtes enthoben werden, dürfte er nie wieder für das Weiße Haus kandidieren. 3 Monate nach dem gewaltsamen Machtwechsel im zentralasiatischen Kirgisistan wird Sadir Japarow neuer Präsident des Landes. Nach Auszählung fast aller Wahlzettel erhielt er etwa 80% der Stimmen. Japarow regiert das Land faktisch, seit der vorherige Staatschef im Oktober nach Massenprotesten zurückgetreten war. Kirgisistan ist seit Jahren von politischer Instabilität geprägt. Die ehemalige Sowjetrepublik hat etwa 6,4 Millionen Einwohner und pflegt enge Beziehungen zu Russland. Dort arbeiten auch bis zu 500.000 Kirgisen. Viele Menschen in den Steppen leben ausschließlich von Viehzucht. Der Wahltag beginnt mit der Hymne. Es geht um viel heute. Kirgisistan stimmt nicht nur über einen neuen Präsidenten ab, sondern auch über eine Verfassungsänderung. Die gibt dem nächsten Präsidenten große Machtfülle. Gefordert hatte die Änderung der Mann, der die Wahl aller Voraussicht nach gewinnt, Sadir Japarow. Der nationalistische Politiker hatte mit einem aggressiven Wahlkampf und vielen Versprechungen überraschend schnell an Popularität gewonnen. Wie auch immer das Ergebnis ausfällt, wir müssen es respektieren für den Frieden im Land. Die Minderheit muss der Mehrheit folgen. Kirgisistan gilt bislang als demokratischster Staat im ehemals sowjetischen Zentralasien. Vor 10 Jahren hatte das Land nach einer Revolution die parlamentarische Demokratie eingeführt. Vergangenen Herbst kam es zur Regierungskrise, ausgelöst durch offensichtlich manipulierte Parlamentswahlen. Sadir Japarow kam damals im Zuge der Proteste aus der Haft frei. Er hatte wegen einer Geiselnahme im Gefängnis gesessen. 3 Monate später ist er der neue starke Mann.
Es zeigt, dass die halbkriminelle Gruppe um Japarow den Frust der Leute über die Wahlfälschungen, über Corona-Missmanagement und Korruption für sich nutzen konnte. Das muss die internationale Gemeinschaft beunruhigen, wenn ihr an der Zukunft Kirgisistans liegt. Die Wahllokale sind geschlossen. Nach Auszählung fast aller Stimmen gewinnt Japarow wohl haushoch. Auch die neue Verfassung ist demnach angenommen. Nach dem schwersten Wintersturm in Spanien seit 50 Jahren sind Einsatzkräfte im Dauereinsatz, um das Land von den Schneemassen zu befreien. Wie hier in der Hauptstadt Madrid sind immer noch viele Straßen nicht passierbar. Der internationale Flughafen ist weiterhin geschlossen. Zugverbindungen sind gestrichen, tausende Reisende sitzen fest. Mindestens 4 Menschen kamen bislang im Wetterchaos ums Leben. Nach dem Abzug des Sturms warnen die Behörden nun vor einem historischen Kälteeinbruch. Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz in Indonesien haben Einsatzkräfte die Flugschreiber der Maschine im Meer geortet. Zudem wurden Überreste des Flugzeugs und Leichenteile geborgen. Die Boeing 737 einer indonesischen Airline war gestern kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwunden und ins Meer gestürzt. An Bord waren 62 Menschen. Zum Abschluss des 15. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Bielefeld gegen Hertha mit 1:0 gewonnen. Zuvor hatte Augsburg gegen Stuttgart 1:4 verloren. Der Aufsteiger ist jetzt das beste Auswärtsteam der Liga. Trainer Matarazzo kann stolz sein. Sein VfB spielt groß auf in Augsburg. Das 1:0 erzielt González per Foulelfmeter, 10. Minute. Augsburg muss höher ins Risiko gehen. Das bedeutet viel Platz für die offensivstarken Schwaben. Silas, 2:0 nach einer knappen halben Stunde. Heiko Herrlich stellt die Augsburger um zur Pause, spielt mit Viererkette, was zunächst auch erfolgreich ist. Denn nur 28 Sekunden nach Wiederanpfiff ist es Richter, der den Anschlusstreffer erzielt. Stuttgart unbeeindruckt. Nach einer guten Stunde ist der 2-Tore-Vorsprung wiederhergestellt. Castro das 3:1. Nach Videobeweis zählt der Treffer dann auch. Augsburg bleibt bemüht, hat den quirligen Stuttgartern aber nichts entgegenzusetzen und verliert letztlich deutlich die Davi zum 4:1. 5. Auswärtssieg für den VfB, während die Gastgeber auch im 5. Anlauf in Folge auf eigenem Platz nicht gewonnen haben. Die Tabelle nach dem 15. Spieltag. München führt vor Leipzig, Leverkusen und Dortmund, auf den Europa-League-Plätzen Union Berlin und Wolfsburg. Stuttgart auf Platz 10, dahinter Augsburg und Hertha. Bielefeld ist jetzt 15. In der Abstiegszone Köln als 16. Schalke ist Vorletzter und am Tabellenende Mainz. Beim Skiweltcup im schweizerischen Adelboden hat der Münchner Linus Strasser im Slalom erneut sein Können unter Beweis gestellt. Der 28-Jährige fuhr im 2. Durchgang nach einer Aufholjagd noch auf Platz 2. Linus Strasser beginnt sich in der Weltspitze der alpinen Slalomläufer zu etablieren. Auf der schwierigen, eisigen und teilweise sehr steilen Strecke über das Kuonisbergli in Adelboden gelingt dem Münchner erneut eine Weltklassefahrt. Am stark drehend gesetzten Kurs scheitern viele, Strasser dagegen glänzt, vor allem im 2. Lauf. Dort rast er von Platz 12 vor auf Rang 2. Nur um 14 Hundertstelsekunden muss er sich Marco Schwarz aus Österreich geschlagen geben. Innerhalb von wenigen Tagen gewinnt Lino Strasser ein Rennen und wird einmal Zweiter. Er ist in der Weltspitze angekommen. Seine Trophäensammlung ist jetzt vollständig. Francesco Friedrich gewinnt zum ersten Mal EM-Gold im Viererbob. Die Europameisterschaft in Winterberg ist gleichzeitig Weltcuprennen. Mit dem Erfolg heute siegt der Sachse zum 46. Mal, ist damit der erfolgreichste Pilot im Bob-Weltcup. Im ersten Viererrennen der Saison steuert Justin Cripps auf Platz 2. Für die Kanadier ein guter Einstand nach der Corona-bedingten Zwangspause in der ersten Hälfte des Weltcup-Winters. Benjamin Mayer aus Österreich fährt auf Platz 3, holt damit in der EM-Wertung Silber. Titelverteidiger Johannes Lochner bleibt medaillenlos, wird 4. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 11. Januar. Eine Hochdruckzone sorgt im Süden noch für teilweise freundliches Wetter. Dem Norden bringt ein Tief viele Wolken. Die breiten sich in der Nacht bis in die Mitte aus. Gebietsweise fällt leichter Regen, in den nördlichen Mittelgebirgen und nach Osten hin etwas Schnee. In der Südhälfte bleibt es trocken. Dort gibt es morgen eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Nach Norden hin weiter viele Wolken und zeitweise Regen, an den Küsten stürmische Böen. In der Nacht im Norden 3 bis 0 Grad, im Süden mäßiger bis strenger Frost. Morgen
Morgen Höchstwerte von minus 5 bis plus 6 Grad. Am Dienstag viele Wolken und zeitweise Regen oder Schnee, später im Norden nur noch einzelne Schauer. Am Mittwoch überwiegend stark bewölkt mit Schnee und Regen. Donnerstag wird es Richtung Nordosten freundlicher. Um 22.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Die Schicksale hinter den Totenzahlen, Gedenken an die Opfer der Pandemie und kranke Wirtschaft durch Corona. Die große Sorge vor einer Pleitewelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.